Naturschauspiel in der Türkei. Denn eine gewaltige Wasserhose wirbelte am Dienstag vor der Küste der Provinz Sinop am Schwarzen Meer. Die Aufnahmen wurden von einem Lokalreporter gefilmt. Über den Ort war gerade ein Sturm mit Starkregen hinweggefegt. Eine Wasserhose ist ein räumlich eng begrenzter Tornado, der sich über dem Meer ereignet. Dabei wird durch enorme Windgeschwindigkeit Wasser aufgewirbelt und teilweise auch hochgesogen. In einem derartigen Wirbelsturm können in extremen Fällen Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde gemessen werden.